Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI. Nachholmission, heute die letzte. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in der, ja, was soll ich sagen, bei der wirklich allerletzten Mission angekommen, der GDI. Und, wartet mal. So, und genau, wir haben beim letzten Mal hier schon uns hier aufgebaut. Wir haben hier oben die Sachen eingenommen tatsächlich, wobei die Sachen haben wir beide schon wieder abgerissen. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier und haben die Karte ein bisschen erkundet noch. Und ich bin jetzt nicht mehr ganz so sicher, was jetzt hier weiter abgeht. Ich weiß nur, dass hier unten eine Basis ist und hier anscheinend auch, weil sonst würden hier... Alter, schaut euch das an. Krass hier. Schaut euch das an. Zum Glück sehe ich die alle, weil dann kann ich da nämlich gleich schön Ionenwerfer reinschmeißen. Ja, liebe Leute, weiter geht's hier. Neue Aufnahmesession. Command & Conquer. Und, ja, wir machen jetzt in dieser Session, denke ich mal, schaffen wir das, die GDI fertig zu kriegen. Genau, die GDI-Kampagne. Und ja, das so dazu. Und der Ionenwerfer ist jetzt bereit. Der sammelt sich hier unten ziemlich. Das heißt, so zack hier, so los. Mal schön beschädigen. Und ich weiß nicht, was der hier macht. Der sammelt sich da unten ganz schön krass. Sammler, was macht ihr? Oh, wartet mal. Oh, wartet mal. Scheiße. Ich habe kein Geld mehr hier. Ich habe kein Geld mehr hier. Was ist das denn? Scheiße. Ich so im letzten Part so voll zufrieden und so, ja, ist voll viel Geld. Nee, ist es nicht. Hier ist überhaupt nicht viel Geld. Sammler, bleib mal bitte hier stehen jetzt. So, ich muss mir nämlich jetzt hier irgendwie... Ich hätte da, glaube ich, auch gar nicht die vier... Ach du Scheiße, ey. Ich hätte mir auch gar nicht hier die vier Orcas bauen müssen, glaube ich. Ich muss einfach gucken, wo ich hier noch Geld finde. Wartet mal. Das ändert jetzt meine Pläne gerade ziemlich krass, muss ich sagen. Da ist auf jeden Fall eine Basis und hier fährt ganz einiges rum. Puh. Noch einer. Boah. Ach, da ist sein. Da ist sein Tempel. Leute, da ist sein Tempel, genau. Er hat einen Tempel von Nord, der Gegner. Und jetzt ist halt. Es ist halt die Frage, wie ich jetzt die Kohle. Für die Mammutpanzer zusammenkriegen soll. Scheiße. Schaut euch das an, der sammelt sich hier weiter, ne? Das ist irgendwie jetzt ziemlich heftig gerade. Vielleicht hätte ich die Orcas nicht bauen sollen. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Aber gut, Leute, machen wir jetzt einfach mal weiter. Hörst du auf? So, und der Sammler. Ah, oh, Act of Instinct, Leute. Richtig geiles Lied. So, dann fährst du mal ein bisschen nach da oben. Dann müssen wir es halt Schritt für... Och, du Scheiße. Okay. Dann müssen wir es jetzt halt Schritt für Schritt machen. Und hier unten ist auch kein Geld mehr. Hm. Ja, wo ist hier Geld, Leute? Das ist jetzt gerade die spannende Frage. Kann ich vielleicht den alten Sammler hier verkaufen, ja? Wartet mal. Geht auch nicht. Warum können wir keine Einheiten hier verkaufen? Was ist denn da? Ich weiß, ich glaube mich dran zu erinnern, dass das mal ging. So, Ionenwerfer. Ich glaube, wir müssen uns hier nämlich durchjagen. So, zack hier. So. Ich glaube nämlich hier unten. Oder ich weiß es nicht. Dass man da irgendwie eine Kiste findet mit Geld oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Mammuts, die ich hier habe, die reichen keinesfalls. Auf keinen Fall reichen die, Leute. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal trotzdem mal wieder eingeschaltet habt hier, auch wenn das jetzt gerade
ja nicht gerade ereignisreich ist. Ich kann ja auch nichts angreifen gerade, ne? Der hat ja überall die Flachs stehen. Und die Motorräder hier, die sind ja auch Flachs und auch die Manneken. Also das wäre Selbstmord. Ach, Mist, Leute. Mist, Mist, Mist. Das ist jetzt gerade ungeplant. Ja gut, oder ich sollte die Orcas, soll ich die verkaufen? Soll ich die Orcas verticken, Leute? Ich weiß es nicht, weil ich bin gerade im Überlegen, der hat auch ziemlich viele Flachs hier, ne? Ich glaube, ich vertick die wieder. Ich weiß, das ist jetzt zwar eine große... Ach, du Scheiß. Ach. Okay, wartet mal. Oder? Oder muss ich wieder... Naja, ich glaube, ich muss wieder... Ach, es ist wieder der Beginn einer Aufnahmesession, liebe Leute. Es tut mir leid, wenn es wieder ein bisschen ruckelt. Aber das ist immer so. Bei dem Beginn einer Aufnahmesession. Ich war wieder zu ungeduldig, ey. Also es ruckelt hier leicht. Und das liegt daran, weil ich zu ungeduldig bin, um auf diesen Avira-Prozess zu warten, wenn ich meinen Rechner anmache. Ich bin dann immer so aufgeregt und will aufnehmen. Ja, so, da kann ich ja das Ding verkaufen. So. So, der... Oh, was geht denn jetzt mit dem Typen ab? Okay. Der Typ, der kriegt auf jeden Fall Einheiten. Und da kommt jetzt hier angeschissen, aber das bringt ihm nichts. Okay, das ist schon mal gut. So, die Frage ist jetzt halt auch, wo kriege ich jetzt Einheiten her? Beziehungsweise, wo kriege ich Geld her? Für Einheiten brauche ich Geld. Ja. Ja, Leute, tut mir leid, wenn es ein bisschen ruckelt. Das legt sich gleich wieder. Das legt sich gleich wieder, liebe Leute. Das ist einfach nur für ein paar Minuten jetzt. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, sogar einen kleinen Ruckler im Bild gehabt. Tatsächlich. Und wo kriegt der Typ eigentlich seine ganze Kohle her? Hä? Schaut euch das mal an! Meine Güte, ey! So, dann beweg dich mal. Du kannst gerne mit dem Scheiß angeschissen kommen. Ach, du Scheiße! Okay. Das war's dann mit dem Verteidigungsturm. Nur wegen dem einen Flammenpanzer. Ja, komm. Ist gut, Leute. Ist doch jetzt mal gut. Ich muss mir jetzt doch jetzt mal wieder was aufbauen hier. Ach du Scheiße, Leute. So. Wo kriegst du eigentlich deine Kohle her, hä, Kollege? Wo kriegst du deine Kohle her? Wartet mal. So, reparier den. Muss ich mir eigentlich wieder einen aufbauen, aber das kostet halt auch übelst viel Geld, sag ich mal. So, ja, das ist jetzt die Kacke. Gestoppt. Mach mal Pause hier. Gibt's hier keine Geldkiste oder wo? Ach Leute, ihr wollt mich doch verarschen. 440, wie viel kostet der? 20, also das heißt, eins davon kann ich sogar verkaufen. Okay, sehr schön. Gut, na dann. Werde ich diesen Turm mal weiterbauen. So, der Sammler, der hat jetzt natürlich hier nichts mehr an Geld, ne? Ist klar, Minigun-Fabrik brauche ich eigentlich auch nicht mehr. So, dann stellt euch mal bitte dazu und du gehst bitte hier rein. Da oben ist noch was Tiberium. Aber... So. Oh mein Gott. Du kannst ihn nicht anschießen, och Mann. Okay, egal. Ja, Leute, es ist gerade echt ein bisschen blöd, muss ich sagen. Vor allem, weil ich ja auch hier nicht erkunden kann, ne, irgendwie. Ich habe jetzt hier... Keine Ahnung, Leute, also ich habe hier wirklich kein Geld mehr. Es ist gerade ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Wartet mal. Die Situation gefällt mir gar nicht gerade. Da müssen wir uns halt jetzt hier mit ein bisschen durchkämpfen. So. Dann machen wir das mal weiter.
Ich bin hier nur damit beschäftigt, meine Verteidigung zu reparieren. Das ist doch ein Scheiß, echt. Das ist doch echt ein Scheiß. Ja, aber ich kann Step by Step hier mit dem Ionenwerfer arbeiten, aber... das bringt's doch auch nicht. Warte mal, da unten ist ein Tempel, ne? Das bringt's doch nicht! Wenn der jetzt hier ständig da seine Einheiten sammelt. Ich weiß nicht, Leute, also... Alter. Mach die kaputt da. Ach Mann. Okay. Sammler, bleibst du bitte hier? Ich weiß nicht, wo du hin willst, aber bleib bitte hier. So, ich glaube, ich werde die Orcas verkaufen tatsächlich. So, damit wir hier ein bisschen Kohle kriegen. Zwar auch jetzt nicht so viel, aber es ist schon besser als nix. So, dann geh bitte auf diesen Obelisken da. So. Babababam, babababam. Sehr schön. Ja, wartet mal, wobei. Stellt euch mal bitte da ab. Macht mal ein bisschen Kamikaze-Aktion hier. Bisschen erkunden. Bisschen erkunden, Leute. Und zack. Hier ist auf tatsächlich ein Dorf. Aha, okay. Da unten ist auf jeden Fall ein Dorf. Ich hoffe, dass da Geld ist. Naja, wobei, wartet mal. Der nächste Mammut ist schon vom Stapel gerollt hier. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen kacke. Die Panzer reiben sich hier auch gerade auf. Das will ich eigentlich auch nicht. Hört doch auf, ey. So. Ich will nicht, dass die Mammutpanzer großen Schaden kriegen hier. Deshalb stell die mal bitte nach da unten. So. Oh, jetzt kommt er mit seinen Einheiten tatsächlich an. Okay. Jetzt gleich wird es interessant, Leute. Gott. Schieß doch nicht da drauf. Lass das die Verteidigung machen. Das ist wieder nur 300, aber 300 ist besser als nix. Sag ich einfach mal. Und, mach die kalt. Ja. Ja. Leute, es tut mir leid, keine Ahnung. Also, mach den platt. Bam, so. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier Geld herkriegen soll, ey. Hätte ich vielleicht echt... Wartet mal, Leute. Hätte ich vielleicht echt die Helis nicht bauen sollen? Ich bin mir unsicher. Ich bin mir echt unsicher. So. Das ist doch ein Witz gerade, Leute, ey. Echt. Und bam hier. So, Flammenwerfer ist weg. Sehr schön. Gut. Ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, es geht euch soweit gut hier. Es ist tatsächlich heute eine Samstagabendaufnahme. Und ja, kriegen wir schon hin hier. So. Warte mal, diesen Mannequin. Ha! Ja, lasst euch platt machen. Ist okay, kommt. Da. Raus da aus der Range. So, Leute. Der nähert sich immer weiter meiner Basis an hier. Das soll er ruhig versuchen, ist kein Thema. Schritt für Schritt kriege ich auch meine Mammutpanzer weiter fertig. So, was macht er hier? Der rennt dann nur mit Mannequin rum, okay. Der nähert sich Schritt für Schritt an, seht ihr das? Jetzt steht die schon auf der Brücke. Oh Mann. Ha! Nächste Mammut ist fertig hier, sehr schön. Alles klar, den Bau. Ich weiß nicht, soll ich den verticken? Bau werde ich erstmal nicht verkaufen. Ja, Leute, das ist jetzt gerade ein bisschen kacke. Weiß auch nicht, wofür will der jetzt hin? Wo fährt der jetzt hin? Okay. Das ist ja interessant jetzt. Dann machen wir ein bisschen Stress. So. Ich bin mir gerade am überlegen, wie wir hier weitermachen tatsächlich, weil es kann ja nicht sein, dass ich euch jetzt hier zugucken lasse, wie ich jetzt hier Geld
sammle für eine Mammutpanzerarmee. Deswegen bin ich gerade ein bisschen überfragt. Es kann sein, ich denke mal, dass ich das Spiel jetzt erstmal 10 Minuten laufen lasse. Und euch dann einfach gleich dazu hole. Genau, Leute, das hört sich doch nach einem Plan an. Gut, liebe Leute, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ja, da bin ich wieder. seht ihr das? Liebe Leute, seht ihr das? Die Basis sieht ein bisschen anders aus als beim letzten Mal. und zwar ist in der Zwischenzeit Folgendes passiert. Ich hatte jetzt dann einfach nochmal neu gestartet und ihr seht, wir haben unsere Mammutpanzerarmee fast vollständig. Einer fehlt noch. Aber ich glaube, das ist zweitrangig. und natürlich kommt er jetzt genau dann, wenn ich wieder anfange aufzunehmen, kommt er hier wieder angeschissen mit seinem Gummipanzer, ne? Okay, Leute. Jedenfalls, ja, es ist tatsächlich so, ich musste hier immer warten, bis diese verdammte Kohle wieder da ist. Es hat ungefähr eine halbe Stunde oder so gedauert, bis ich hier endlich mal meine Mammutpanzer zusammen hatte. Und, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, da wir jetzt hier unsere Mammutpanzerarmee haben, würde ich das erstmal abspeichern. Mission 15 GDI, bitte speichert das. Gut, danke. In the name of Kane. Nee, nicht wirklich, Leute. Kane stirbt jetzt. Und, ja, so sieht's halt aus, ne? Ich habe immer wieder gewartet, bis das hier, ja, wieder nachgewachsen ist. Und, naja, das war schon eine ganz schöne Scheißarbeit. Aber, liebe Leute... Und zack. Und wo fährt der wieder hin? Hier. So, liebe Leute. Meine Mammuts müssen sich jetzt erstmal da oben sammeln. Jetzt mach doch nicht so einen Mist. Sie müssen sich auf jeden Fall erstmal da oben sammeln und nicht hier runterfahren. Ihr seid doch Vollidioten. Echt, ey. Ihr seid Vollidioten. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Immer diese KI hier. Ja, dann macht den halt weg. Da macht ihn halt kaputt, diesen Scheißturm da. So. Und, ja. Liebe Leute, das heißt, wir können hier angreifen, tatsächlich. Ach, aber doch nicht so. Was macht ihr denn da? Fahrt bitte nach und nach hier hoch, ja? Ist das denn so schwer viel verlangt? Und, schaut mal hier, wir können tatsächlich in die gegnerische Basis rein, Leute. Das heißt... Ich habe nämlich auch eine andere Idee. Ich habe Invasoren bauen. Und mit denen dann mir gleich die... Ach du Scheiße! Schaut euch das mal an. Wie viele Wenigen da hier rumstehen hat, ey. So. Aber ihr seht, die Basis ist gar nicht so voll. Ne, das ist gar nicht so voll hier. Hier oben stehen auf jeden Fall seine Silos. Wartet mal. Die sind aber leer. Warum sind die denn leer, sagt mal. So, warum ist einer kaputt? So, Mammuts müssen doch eigentlich immer ausreichen, Leute. So, macht jetzt diese Manic-Fabrik im Arsch. So, Leute, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter hier. Wir nehmen tatsächlich jetzt eine Basis auseinander. So sieht's aus. Und ja, freut mich, dass ihr nach wie vor dabei seid. Ich musste diese Pause gerade eben machen. Ja, in Anbetracht dessen, dass der... Ach, seht ihr das? Der hat sich nämlich hier festgebackt. In Anbetracht dessen, dass sie halt keine Kohle ist. Also, beziehungsweise nicht so viel. Und, naja. Das hat das halt nur verzögert, das ganze Spiel. Aber das hindert uns jetzt nicht daran, ihn hier zu überrennen. So, Leute. Der Sammler, der bringt auch fast volle Kohle rein. Das finde ich gut. Und genau, dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal seine Flachsen da im Arsch. Sehr gut. Ich finde das unfair, ne? Dass der sich hier nochmal aufbauen kann. Oh, scheiße! Scheiße. Ich kann keine Kohle mehr kriegen. Scheiße. Ich soll eine Panzerfabrik verkaufen. Dieser Penner. Echt, ey. Dieser Penner. Penner. So. Meine Fresse. Hat er mir echt meine ganzen...
Sachen hier weggedoppt. Das ist doch nicht wahr. Das reicht nicht. Ich muss echt meinen Ionenwerfer verkaufen. Boah, ist das gemein, ey. Ist das gemein, Leute. So, ja gut, dann, keine Ahnung. Das war jetzt vielleicht ein bisschen kacke. Aber ich brauche ja nicht unbedingt einen Ionenwerfer, ne? Jetzt hör doch mal auf, dich hier wieder aufzubauen. Mensch, Leute, aber wir haben uns, denke ich mal, gleich den Weg hier freigekämpft. Ja, und ich frage mich jetzt nur... Aha, hier, okay. Wie ich da jetzt in die andere Basis rein soll. Wartet mal, Leute. Ja. So sieht's aus. Scheiße, ey. Ja, wisst ihr was? Dann stell du dich mal bitte da drauf. Dann kann der da zumindest keinen Scheiß mehr nachbauen. So. Und dann stelle ich die dreimal da oben hin. Damit die immer gleich schön die Gebäude platt machen können. Und wo gehst du hin? Wo willst du hin, Panzer? So, da macht es kaputt. Da, los. Der baut sich nämlich Energie nach. So. Da muss ich jetzt nämlich immer schön hier Babysitter machen. Für die kaputten Gebäude. So, kaputt machen. Kaputt machen, los. Da habe ich den Start jetzt ein bisschen verkackt. So, bam. So, und weg damit. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Dann sind wir auf einem guten Weg eigentlich. Naja, eigentlich. Ach ja, tatsächlich, der Sammler, der... Ach, schaut mal da. Der hat hier die ganzen Silos. Jetzt hör auf, dich hier nachzubauen, ey. Das ist ja wohl nicht wahr. Was habe ich da schon wieder gehört? Boah, scheiße. Okay, hier sind seine ganzen Einheiten hier unten. Und ja, jetzt kommt die große Schlacht hier. Ja, liebe Leute, wir müssen hier rein. Und wir müssen uns jetzt hier durchschießen. Aber wartet mal. Wir verlieren jetzt hier ganz schöne Einheiten, muss ich sagen. Und... Och, diese Manneken. Die Manneken, Leute. Hui. Das ist schon ordentlich, was der hier hat, ey. So. Aber. Boah, so. Aber. Wir haben es geschafft. Wir haben diese ganze Einheitenmasse hier. Haben wir hier erledigt. So, mach das mal kaputt da oben. So. Und hier weiter durch da. So, los. Aha, er verkauft mittlerweile. Nein. Scheiße. Der Schrott funktioniert wieder. Warum funktioniert das denn wieder? Oh Mann, das ist jetzt aber Müll, ey, dass der da wieder, dass der wieder funktioniert hier. Ich könnte jetzt eigentlich echt meinen Ionenwerfer brauchen. Ich finde das mega unfair, dass der sich hier nachbauen kann. Der kann hier nachbauen, ne? Das ist aber auch kein guter Winkel, um da jetzt reinzugehen, ne? Und irgendwann muss der auch kein Geld mehr haben, ey, theoretisch. Und was machst du? Ja, vor der eigenen Dummheit kann ich euch leider nicht beschützen. Leute, ich kann euch nicht vor allem beschützen hier. Mann, ey. So, okay, Sammler. So. Aber wir haben im Prinzip die Mission jetzt schon gewonnen. Weil wir jetzt hier... weil der Gegner zumindest mal keine Kohle mehr hat. Und weil wir jetzt hier uns den Weg freigeschossen haben zu diesem Tiberiumfeld. Deshalb haben wir das eigentlich jetzt schon gewonnen. So. So, liebe Leute. Aber die Mission ist echt schwieriger geworden, als ich jetzt dachte am Ende tatsächlich. Ja, ist halt... Die letzte Kampagne-Mission und der Gegner, der hat jetzt echt keine Kohle mehr, ne? Wartet mal dann. Sehr gut. Das heißt, er hat eigentlich gar nichts mehr, womit er sich da verteidigen kann. Das ist eine richtige Scheißposition. So, der hat jetzt einen Fehler gemacht, liebe Leute. Er hat jetzt diesen Turm tatsächlich nachgebaut. Da haben wir echt Glück gehabt jetzt gerade.
dass der da diesen Turm nachgebaut hat, weil jetzt hat er keine Energie mehr für den anderen Turm. So, Leute. Dann mache ich ihm jetzt schön seine Energie hier kaputt. Und diesen Bauhof vor allem mal weg. So, dann haben wir jetzt zumindest wieder eine Panzerfabrik. Nein, nicht den Turm kaputt machen. Um Gottes Willen, Leute. Der versucht nämlich hier, seht ihr das? Der versucht nämlich hier die ganze Zeit Energie nachzubauen hier. So. Kriegt er aber nicht. Der kriegt hier auch irgendwo noch Geld her. Wartet mal, Leute. Ich lasse die Türme schön stehen. Gummipanzer. Weg damit. Sehr schön, Leute. Und hier. Bam, 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 bam. Sehr schön. Er traut sich gar nicht hier zu landen, ey. Ist das nicht geil? Gut, und währenddessen können wir uns halt Schritt für Schritt wieder aufbauen, ne? Ja, wir brauchen schon wieder Silos. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil, Leute? Wir haben tatsächlich jetzt auch unseren Luftangriff. Sehr schön, Leute. Oh mein Gott, ist das gut. Wir haben es tatsächlich geschafft, liebe Leute. Und genau deswegen werde ich diese Folge jetzt auch ein bisschen länger machen. Ja gut, gleich kommt Westling. ja, liebe Leute. Ich habe jetzt quasi noch 40 Minuten, bis Smackdown losgeht. Ich gucke gerne Westling, deshalb machen wir das noch eben schnell. So, Leute, ihr lauft falsch. Ihr lauft falsch und wir haben es geschafft. Das war aber auch echt knapp mal wieder. Wir haben es aber echt geschafft. Oh, was bin ich froh. Ey, was bin ich froh. Oh. Okay, ist schon fertig. Alles klar, dann können wir hier auch wieder den Ionenwerfer bauen. Nur der Vollständigkeit halber. Und dann können wir hier. So. Er verkauft jetzt die Sachen, weil er sich hier unten nochmal aufbauen will, aber das kann er vergessen. Kane, das kannst du vergessen. So, Leute. Gut. Dann mache ich jetzt hier die Sachen hier kaputt. So. Ja, dann baller du mal da drauf. Der verkauft den wahrscheinlich gleich. Und. Ja, liebe Leute. Oh, oh! Okay. Hahaha, Kane. Jetzt muss ich das tatsächlich mit diesen Einheiten schaffen. Der Penner, ey. Hat er mir jetzt echt meine Basis weggenommen, der Sack. Ja, okay, Leute, aber. Ich mach diesen Bau jetzt hier mit den. Ach, Alter. Was? Wie denn das? Wie kann der einfach einen Bauhof bauen? Was zur Hölle, Leute? Naja gut, egal. Könnt ihr euch mal bitte ordentlich anstellen? Nö, ihr müsst den Weg, ihr müsst die Kirche erstmal kaputt schießen. Ja, okay. Dann schießt die Kirche erstmal kaputt. So, sehr schön. Alles klar, liebe Leute. Dann haben wir jetzt tatsächlich gleich. Wenn er jetzt noch eine abschweißt, dann bin ich gleich echt tot. Gut, liebe Leute, haben wir tatsächlich die letzte Mission. Aber ich gucke jetzt nochmal, ob hier unten noch was ist, vielleicht. Mit diesem Mannequin. Und ihr macht jetzt mal bitte, ihr beschädigt den mal bitte, diesen Tempel. Und die Mannequin, die gucken jetzt einfach nochmal rum, ob hier unten noch irgendwas ist. So, da unten ist tatsächlich noch ein Turm. Da ist tatsächlich noch ein Turm, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Nicht, dass ich jetzt mit dem Panzer nochmal da runterfahren muss, ey. Noch ein Turm? Warum ist das hier so beschützt? Warum ist das hier so geschützt? Ja gut, aber den Turm kriege ich wahrscheinlich mit den Typen weg. Das ist jetzt natürlich blöd, dass ich dann nochmal hinfahren muss, ey. Aber ich glaube, das war's dann auch. Gut, Mannequin, dann macht ihr mir hier ein bisschen Stress, ja. Macht den mal kaputt. So. Sehr schön, Leute. Alles klar, lieber Noddy. Wir haben tatsächlich. Nein, bitte nicht das Team 1. So. Das hier, bitte.
Die können sich mal da hinstellen. Und Team 1 kann währenddessen anrollen und den Turm gleich kaputt machen. So, Leute, dann haben wir das. Dann fahrt mal bitte wieder zurück. Ja, das ist ein bisschen nervig, weil ich weiß, aber was soll wir da machen? Ist halt so, dass der Gegner überall und alles bauen kann. Und da kann ich leider nichts für, Leute. Ist einfach so. Gut, hat er hier noch irgendwo Einheiten? Das ging ja am Ende relativ entspannt, muss ich sagen. Okay, liebe Leute. Gut, dann machen wir in der nächsten Folge tatsächlich die Dino-Kampagne, Leute. Da freue ich mich schon drauf. Gut, liebe Leute. Kanes endgültiges Ende. Ich speichere das nochmal. Wehe, du machst mir jetzt den Speicherstand kaputt. So, Leute. Luftangriff, drauf da. So. So, dann Luftangriff. Und babam. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Wartet mal. Scheiße. Was muss ich denn jetzt hier noch kaputt machen? Scheiße, Leute. Das wusste ich nicht mehr jetzt. Dass da tatsächlich dann noch irgendwo Einheiten sind. Was zur... Da oben? Ich muss gucken. Oder ein Energiegebäude oder was. Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre das Letzte. Da ist tatsächlich noch ein Energiegebäude. Nein. Ja gut, aber ich habe tatsächlich den... Tempel habe ich mit dem Dings kaputt gemacht, mit dem Luftschlag. Okay. Ja, dann mach den kaputt hier. Zack. Und das war's, die mit der Kampagne. Das war's, Leute. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Es hat uns schwer. Sie haben den Tempel in Schutt und Asche gelegt. Wir müssen hier raus, bevor... Sir, wir hatten erhebliche Verluste oben. Die Gebäude wurden beschädigt, der Feind konnte eindringen. Ich schätze, GDI wird sich in circa 20 Minuten den Zugang zu dieser Kommandostelle erkämpft haben. Schade, Leute. Schade. Ich dachte, es gibt noch eine Cutscene, wo der Kane vom Luftangriff vernichtet wird. Und hätte ich das gedacht. Aber gut, liebe Leute, das soll uns jetzt nicht weiter stören. Lass uns das Ende genießen. Vor wenigen Stunden, dass Sturmtruppen der globalen Defensivinitiative am Nachmittag das Hauptquartier der Bruderschaft von Nord bei Sarajevo erfolgreich angegriffen und zerstört haben. Damit endet eine dreitägige Belagerung, in der sich die Truppen von GDI und Nord erbitterte Gefechte geliefert hatten. Augenzeugen und Überlebende berichten übereinstimmend, dass die Kampfverbände etwa gleich stark gewesen seien. Doch die GDI-Führung habe überlegene Taktiken und Strategien angewandt und Nord ausmanövriert in einer, Zitat, epischen Schlacht. In einer am frühen Abend herausgegebenen Verlautbarung bezeichnet der UN-Verteidigungssekretär Dr. Charles Olivetti die Männer und Frauen der von der UN finanzierten GDI-Truppen als, Zitat, unvergessene Helden der Menschheitsgeschichte und unermüdliche Verteidiger der Freiheit, Zitat Ende. Obwohl Dr. Olivetti noch keine genauen Zahlen bekannt gab, bestätigte er doch, dass beide Seiten schwere Verluste zu verzeichnen hatten.
Auch Kane, der selbsternannte Prophet und charismatische Anführer der Bruderschaft von Nod, gehört zu den Vermissten und ist vermutlich gefallen. Die Entdeckung und Vernichtung des Nod-Hauptquartiers setzt einen Schlusspunkt unter eine dreijährige Eskalation der Gewalt, die durch die internationalen Terroranschläge dieser Organisation geschürt wurde. Die Reaktion der Welt. Leute, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's jetzt, weil wir den mit dem Luftangriff platt gemacht haben. War es, glaube ich, so, dass die Nachrichtensprecherin gesagt hat, dass Kane vermisst wird. Beziehungsweise nicht, dass sie nicht wissen, wo er ist. Ja? Und beim letzten Mal hat die ja gesagt, dass der durch den Ionenschlag umgekommen ist. Ach, Leute, genießt diese Musik. Einfach geil. Einfach geil, Leute. So, jetzt lasse ich auch mal das Ende. Joe Cushion, genau. Jetzt lasse ich auch mal das Ende durchlaufen, tatsächlich. Das war's nämlich komplett mit den GDI und Nod-Missionen des Tiberium-Konflikts. Meine Güte, Leute. Das war teilweise echt anstrengend. Aber es hat sich gelohnt. U-Boote! Was zur Hölle? Im ersten Teil gab es doch keine U-Boote. Okay, was ist das da? Das ist eine Raffinerie, okay. So, liebe Leute. Ach, die Musik, die ist so entspannend. Ich kann es gar nicht glauben, ey. Ah, herrlich, Leute. Wir haben die Nod platt gemacht. Wir haben als Nod die GDI platt gemacht. Und schaut mal da sind so Bilder da. Von den Entwicklern wahrscheinlich. Sau cool, muss ich sagen. Ah. Das war jetzt ein abruptes Ende. Gut, liebe Leute. Wir haben tatsächlich das komplett durchgespielt. Das hier komplett durchgespielt. Das komplett durchgespielt. Und das komplett durchgespielt. Das heißt, außer den Einstellungen gibt es nur noch die Dinos. Liebe Leute, gut, aber die machen wir beim nächsten Mal tatsächlich. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt den Kanal gerne weiter. Und ja, wie es hier mit den Dinos weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ja? Tschüss.